Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 auf der Kandelime. Ich habe mir jetzt doch umentschlossen, wir schwaden das jetzt. Naja, gut, das seht ihr ja. Und danach werden wir das einmal pressen und ich werde mir dann eine Heutrocknung besorgen. So bin ich ein bisschen flexibler. Denke ich mir, hoffe ich. Und dann bin ich nicht mehr auf dem Wetter. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nix. Dann wird es nachher regnen, dann ist alles wieder für die Katz. Und so kann ich dann die Flächen mähen. Eventuell sogar gleich auf Schwatt legen oder wie beim Häckseln. Große Schwatz machen. Pressen und die Ballen dann zum Hof fahren und dann in die Trocknung stecken. Weil die Trocknung, die ich mir rausgesucht habe, hat eigentlich hohe Kapazität. Aber wenn wir es mal hier mit dem kleinen Feld versuchen und dann ist gut. Dann sollte das doch funktionieren. Wie gesagt, wir werden denn jetzt in diesem Video schwaden und dann pressen. Wieder mit der Krone und den Ballensammler Easy Collect? Nee. Irgendwie so heißt das Ding. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit für den Forst. Das lief ja auch eigentlich ganz gut. Klar, vielleicht jetzt nicht super schnell. Ah, wunderbar. Dann sind wir da wirklich auch flexibler und ein neues Heizkraftwerk werde ich mir dann noch besorgen. Also wird nochmal teuer. Weil die kann auch Hackschnitzel, Pellets benutzen, das glaube ich, und produziert Asche, das ich leider kostenpflichtig entsorgen muss. Aber ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, dann schauen wir mal, wie nachher. Dann könnte man wirklich einen zweiten Schnitt Ballen pressen. Und dann Trocknung. Dritten Schnitt wieder häckseln. Eventuell, wie gesagt, wir produzieren schon viel Silage mit den Flächen. Ich glaube, ich könnte nächstes Jahr das Mais drauf verzichten und dann könnten wir da noch mehr Getreide machen. So. Hier werden bestimmt nicht viele rumkommen, aber ist ja auch nicht so wild erstmal. Stroh kommt ja nachher noch dazu für die Pellets. Und passt das auch. Ja, okay. Kriege ich das Schwatt damit? Jawohl. Ach, das könnten wir vielleicht auch. Aber wie gesagt, hier Schwaden ohne GPS ist von außen leider besser. Also ich die Bahn besser. Wunderbar. Sind wir auch gleich fertig? Ging ja fix. Jupp. Sagt, dann können wir das auch hier wieder so mähen,
Das 2 Mewex-Breiten, also Patent Nut Butterfly auf einlegen. Dann schaffen wir da eine größere Fläche. So. Ich werde dann erstmal zum Hof fahren, umkoppeln und dann sehen wir uns hier gleich wieder beim Pressen. Bis gleich. So, dann bin jetzt wieder dort. Hä? Mit der Krone Presse. Wenn wir mal hier in diese Richtung. Nein. Ja, dann packen wir. So. Geht jetzt hier einmal. Man sollte auch die Pickup runter machen, ne? Oder? Verdammte Axt. Fangen wir noch mal neu an. Woll. Ja, doch, ne? Wie gesagt, mit den Videos ist gerade ein bisschen zeitlich immer doof. Aber ja. Versuchen trotzdem weiterhin die 2 Videos die Woche. Da war noch ein Strohballen drin. Okay. Wann gehe ich denn beim nächsten Mal beladen? Könnten wir ja. Spielen die gleich da in die Heutrocknung reinzustecken, wenn wir die zum Hof schaffen? Sag, wenn wir das geschafft haben, gucken mal, wie weit alles ist. Aber dann wissen wir schon mal, wie es für nächstes Jahr sein kann. Dann rühmen wir die Heutrocknung aus. Sagt, ich kann noch Dings verkaufen. Saatgut. Habe ich eigentlich einiges eingelagert. Das gibt auch immer noch mal gutes Geld. Hoppa, erstmal Vorgewende. Glaubt, der Träger hat ein bisschen Probleme mit der. Das läuft. Arsch. Na gut, aber immer noch 14, 15 km/h schnell. Wie gesagt, Strohablage werden wir vielleicht bei ein oder zwei Feldern machen, da das auch nicht so viel wird. Müssen auch noch die Ballen denn einfahren.
sehen wir halt Jahr für Jahr. Wie gesagt, nächstes Jahr probiere ich mal vielleicht ohne Mais. Können wir da in dieser Hinsicht Mais los wäre eigentlich auch nicht schlecht. Dann können wir eine schöne Fruchtfolge mal machen. Ich schmeiß doch in kurzen Abständen mal die drei Ballen da raus. Ja, da habe ich echt schlecht gearbeitet. Kriegen wir die hier noch Miet? Das Vorgewende noch. Und den können wir gleich die 3, 4, 5 Bahnen noch hoch und runter. Ich sag so, mit dem Forst, das werden wir dann im Winter und bin durch. Und da immer auch noch ein bisschen Geld bei rum. Na komm. Komm hoch. Gesagt, ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, wie ihr Heu macht. Aber ich spiele halt mit Season. Nicht ohne Season. Das macht es echt nicht schön. Oh, noch ein paar Bähnchen. Oh, hier kommen doch ein paar mehr runter, als ich dachte. Oh ja, hier fehlt ja alles an Dünger. Sagt, hier werde ich glaube ich auch nur mit Flüssigdünger schnell rübergehen. Und ich glaube, die Pappeln wachsen. Mal gucken, ob sie noch dieses Jahr reif werden. Alle müssen wir da auch noch häckseln. Oder Balen. Aber das wären dann wieder Rundballen mit dieser. Und ob das andere alles das erkennt, ist so eine Fangfrage.
Machen wir hier schon mal rein. Können wir gleich einmal schauen, wie viel das geworden sind. Vielleicht müssen wir einen abrechnen für den Strohballen. Noch die kleine Bahn hier. Jetzt. Oh, ich ein hat Ballen entladen. Ich hätte mal ein Stück vorfahren sollen. So. Dann haben wir das auch geschafft. Oh. Wie gesagt, ich hoffe, die werden wieder besser, aber ist gerade immer mit zeitlich doof. Aber in diesem Sinne sage ich trotzdem herzlichen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Macht's gut.